Der Robal Community Day wurde für den August angekündigt und City Safari, Pokémon Go Safari Zone, es wird bisschen was stattfinden und starten. Wir starten mal mit dem 31. August. Dauert noch ein kleines bisschen, diesmal ein Samstag mit den dreifachen EP beim Fangen. Nicht so heftig wie im Juli, Zapladin mit den vierfachen EP, aber das war auch eine kleine Ausnahme. Die Endentwicklung, Primarene, erhält natürlich die übliche Wasser-Starter-Pokémon-Attacke, Aquahobitze bei der Entwicklung durch Marikek. Aber obendrauf erlernt oder kann Primarene ab Eventbeginn dann für immer mit einer herkömmlichen TM, Lade-TM, die Attacke Schaumserenade erlernen. Das ist in den Hauptspielen die Spezialattacke von Primarene, Typ Wasser. In Trainerkämpfen und gegen Team Go Rocket 80 Schaden, in Arenen und Raids 85. Doch alles andere wissen wir nicht. Ich weiß nicht, wieso man den Schaden dann überhaupt eigentlich angibt, aber okay. Wie immer, die Boni, auch die Bonbon-Boni, Rauch-Lock-Module, 3 Stunden Snapshot-Überraschungen und von 14 bis 17 Uhr ganz viele Robball in der Wildnis mit einer hohen Shiny-Chance, 1 zu 25, üblicherweise brandneues Shiny. Außer es wird davor noch bei irgendeinem anderen Event eingeführt. Mal wieder eines, wo man den Unterschied nicht auf Anhieb vielleicht erkennt, außer dann bei Primarene. Dort strahlt die Haarpracht in einem blondigen Ton. Bei Zapladin, vor allem mit der Sonne, ja, da hat man beim Fangen, wenn man die Funken verpasst hat, gar nicht gesehen. Hey, fange ich da eigentlich gerade einen Shiny? Sollte ich vielleicht eine Himbeere verwenden und einen besseren Ball oder nicht? Und die 4-Sterne-Raids nach dem Community Day wurden auch schon angekündigt, in diesem Fall mit Marikek. Primarene ist momentan ein wirklich starkes Pokémon in der Go-Kampfliga, nämlich in der Meisterliga. Auch wenn es gefühlt gar nicht so viele Leute verwenden, aber durch die beiden Typen Wasser, Fee, kontert man wirklich viele Meta-Pokémon. Vorrangig Urform Palkia spielen so viele Leute. Mit Primarene nimmt man Palkia einfach nur auseinander. Mit den Wasserattacken hat man auch was gegen Demeteros. Ich befürchte, dass Schaumserenade, wenn ich mir das so vom Schaden her ansehe, auch viel Energie kosten wird. Hat identischen Schaden in der Go-Kampfliga wie Aquahobitze und das ist schon eine ultra starke Attacke. Folglich kann ich mir da gar nicht vorstellen, dass man die überhaupt benötigen wird, außer sie kostet weniger Energie sogar als diese Wasser-Community-Day-Attacke. Bei gleichbleibendem Schaden, das wäre wirklich wild, weil dann würde man sogar sagen, nö, bitte nicht in den 3 Stunden bzw. wieder um 8 Stunden entwickeln, weil für die Go-Kampfliga will man die Attacke gar nicht spielen. Robal nur vom Typ Wasser. Ich blende hier schon mal alle Mega-Entwicklungen, die diesen Typ boosten, ein, sodass man sich mehr als einen Monat vorher vorbereiten kann und irgendein Pokémon davon auf Mega-Level 3 bringen. Ich habe noch kein 100er, da werde ich mich wirklich ins Zeug legen. Ein 100er Primarene würde ich schon gerne mein eigen nennen können. Wer das regionale Pokémon Mehikel sein eigen nennen können möchte, der muss entweder nach Indonesien oder Südkorea reisen. Eine City Safari, Stadt Safari, wird in Jakarta, Indonesien stattfinden und eine Safari Zone, dieses Event, diesen Typ an Event hatten wir schon länger, wird in Incheon, Südkorea abgehalten. Und nein, ich habe garantiert nicht nach der Aussprache von Incheon gerade gegoogelt und hätte es andernfalls Incheon ausgesprochen. Nein, ich nicht. Incheon. In Jakarta 2 Tage lang, 21. 22. September. In Südkorea gleich 3 Tage lang, von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Irgendwie ein kleines bisschen kurzzeitig für so eine weite Reise, oder? Weit für uns gesehen. Ein paar Wochen vorher wären da schon nicht schlecht gewesen. Wer vielleicht zufälligerweise irgendwann da so eine Reise in die Richtung geplant hat, kann dieses Event natürlich mitnehmen. Oder wer sagt, ja perfekt, ich wollte schon immer nach Indonesien und Jakarta, das
geht in Ordnung. Der Termin hört sich auch gut an, aber das ist auf jeden Fall kein Pokémon Go Fest. Sprich, da hat man nicht so viele heftige Neuheiten. Der Unterschied, grob gesagt, Stadtsafari und Safari-Zone. Bei der Stadtsafari spielt man, wie der Name schon sagt, wirklich komplett in der Stadt und kann sich mehr bewegen, sage ich mal. Und in der Safari-Zone hat man einen festgelegten Park, den Niantic ausgesucht hat. Dort erlebt man vielleicht auch ein bisschen mehr so irgendwelche Pappaufsteller, Fotogelegenheiten, Musik im Park eventuell. Und wenn man möchte, kann man sich mit einem Bonus-Ticket Stadt-Gameplay für etwa Südkorea dazu kaufen. Ein weiterer Unterschied: bei der City Safari erhält man die Gelegenheit, auf die heiß umkämpften Forscherhut Evoli sowie allen Entwicklungen. Ich glaube, auf diesen Grafiken kann man den Hut bei den Entwicklungen nicht mal genau erkennen, aber ja, die tragen alle einen besonderen Hut. Und die gibt es eben nur bei dem City Safari Event. Dafür keine Incognito, oder? Ich blende hier mal die Pokémon aus Jakarta ein. Mihikel, auf jeden Fall so ein bisschen das Highlight, kann sogar schon shiny sein. Genauso wie die fliegenden Pikachu mit mehrfarbigen Ballons und mit besonderen Ballons. Pikachu mit Batik-Shirt auch am Start. Die drei Starter-Endentwicklungen aus Kanto, wenn die nicht eine erhöhte Fangchance haben, werden die eher nur nerven, nehme ich mal an. Und ja, sonst Tropius wäre noch regional und ein paar andere Pokémon. Oh, und Plaudergei war hier auch dabei, habe ich fast übersehen. Werfen wir einen Blick nach Südkorea. Dort gibt es Safari-Hut-Pikachu, drei Inkognito-Buchstaben, ICN vom Namen von dieser Stadt, von dem Ort und auch Mihikel unter anderem als regionales Pokémon. Anders als beim GoFest gibt es bei solchen Events eigentlich nie irgendetwas auch weltweit, also die Termine muss man sich auf keinen Fall eintragen, sofern man nicht dorthin reist. Okay. Und apropos okay, habt ihr schon eure Seele verkauft und auf okay geklickt? Ich wollte das nochmal kurz ansprechen, weil nachdem ich mein Video hochgeladen habe, kam noch eines von Mystic7 raus mit, ich glaube, der hat 2 Millionen Abonnenten, ja. Das Video startet mit dramatischer Musik, FBI, ich denke, ich bin in irgendeiner Krimi-Doku. Diese neuen Dinge kann Niantic nun mit den brandneuen TOS machen. Drei große Videos zu diesem Thema auf Englisch habe ich mir angeschaut. Na, und alle drei haben nicht verstanden, dass sich nur ein Punkt geändert hat und ein kleiner Absatz bei Cheating ergänzt wurde. Das Video hat schon bald 200.000 Klicks und in den Kommentaren alle so: Wow, ich lösche nun Pokémon Go, das geht wirklich zu weit. Die können nun inaktive Konten löschen. Nein, nun höre ich wirklich komplett auf mit Pokémon Go. Was passiert hier? Wollen die Content Creator, dass Pokémon Go down geht? Leute, verbreitet nicht so ein Drama. Das steht alles schon seit Jahren in diesen Nutzungsbedingungen. Hallo? Der hatte sogar einen Cutter. Ich meine, ich mag Mystic7 und ich verstehe mich mit dem auch. Der hat einen Cutter, der das Video geschnitten hat. Und auch der hat das nicht bemerkt oder gecheckt. Leute, bitte, sagt euren Freunden, keine Panik haben, es wird sich in Pokémon Go nichts ändern. Leider, wortwörtlich. Wenn ihr davor jahrelang keine Bedenken hattet mit all diesen Dingen, die da drin standen, dann solltet ihr nun auch keine Bedenken haben, denn die waren da schon jahrelang drin. Tut mir leid, aber das musste ich mir noch von der Seele sprechen, die ich ja schon verkauft habe, weil ich auf OK geklickt habe. Und ich meine, ich will das gar nicht schönreden oder so. Ja, da stehen fiese Dinge in den AGBs, aber die Theorien, die nun aufkommen auch, ja, das war vielleicht wegen der Fanrate-Änderung, nun suchen sie andere Wege, wie sie Geld verdienen, sie verkaufen unsere Daten. Ohne Worte, wirklich, ohne Worte. Da wäre mal ein gutes, anständig recherchiertes Video auf Englisch angebracht. Bisschen dramatische Musik. Leute, Panik. Was hier schon 8 Jahre lang drinsteht, wird nun euren Account löschen. Und auf einmal hat man 200.000 Klicks. Alles klar, und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen.